So, und jetzt gibt es eine Ansprache für Just for Fun. Jetzt kennen wir auch den Grund, warum wir in Erfurt stehen, denn hier ist der alte Hauptsitz. Aha. Ja, bei mir hört man das leider nicht. Ich weiß nicht, ich glaube, die Ansprache geht über einen Voice-Chat. Wer fährt denn davor? Ne, also ich höre nichts. Hallo, was ist das jetzt? Die gehören, glaube ich, nicht zur Firma. Ich glaube, die wollen da runter. Ja, toll. Dann sollen die außen rumfahren und runter. Da ist doch genug Platz. Zwei Spuren sind frei. Ja. Leute, wollt ihr mir jetzt erzählen, dass ihr zu blöde seid, da einfach kurz dran vorbeizufahren? Kann doch nicht wahr sein. Ja, geht doch, war jetzt nicht so kompliziert, oder? War ganz einfach, ne? Und ja, ich fahre manchmal etwas schneller und bremse dann und gebe da wieder Gas. Das liegt aber daran, weil ich aufgrund meiner Augenerkrankung die Abstände nicht so gut einschätzen kann. Es tut mich sorry. Jeder, der sich davon jetzt irritiert gefühlt hat, jo. Der Nick ist schuld. Natürlich. ich kann nichts. Alex, Warnblinker an! Wow. Oh, das war ich kann nächstes Mal auch einfach nicht bremsen und der Konvoibegleitung voll in die Kiste heizen, aber ich glaube, ja, das fände er nicht so lustig. Redet er immer noch? Geht jetzt weiter. Gleich. Ah, okay. Gab eine Ansage, zwecks Just for Fun nochmal, und gab jetzt auch nochmal gerade eine Meldung, dass Leute ihn reportet haben, also ein Marcel, wegen Blocken und bla. Es ist aber alles mit einem Admin abgesprochen, also die Leute sollen bitte nicht reporten. Und es geht dann gleich weiter. Ah ja, guck mal, da fahren wir doch schon. Also, mehr oder weniger. Toll, jetzt stehen sie hier. Aha, ja, genau. Pfosten. Hallo, wie wär's, wenn du mal eher abgefahren wärst, du... Oh Gott. Was gibt das denn jetzt? Ja, der schiebt sich jetzt dazwischen. Ja, toll, jetzt ist er mir in die Karre gefahren, kann das sein? Alter. Okay, ich fahre jetzt einfach mal stur der Konvoibegleitung hinterher. Ja, ja, ich. Es wird schon seine Richtigkeit haben, dass er da so halb rechts drüber fährt. Ja, jetzt haben wir natürlich einen, der zwischen uns ist. Ah, der zieht an dir vorbei, Nick, glaube ich. Nee. Oh, links rum, okay. Ich hab rot. Ja, ist egal. Fahren.
Ja, an dem komme ich jetzt nicht vorbei. Hat mich vorbeigelassen. Er hat mich tatsächlich vorbeigelassen. Nett. Ist ja schön. Aber die anderen lässt er nicht vorbei, wie man im Rückspiegel bei mir gut erkennen kann. Ja, das sind wieder die YouTuber-Premium-Dingens, ne? Ja, also das sind halt genau die Leute, von denen wir eben gesprochen haben, die halt sich in einem Konvoi einklinken, wo es dann zu Problemen kommen kann. So, und jetzt geht's erstmal zurück. Ja, jetzt geht's zurück und jetzt geht es dann über Köln, Frankfurt-Köln, Richtung Liege. Oder Liege oder schön. Liege. Ja, ein bisschen sind wir noch unterwegs. Was machst du da? Sind die auf einmal so laut, Mensch? Liegt am Voice-Chat. Ja, aber das war doch vorhin nicht so. Ja, jetzt vielleicht auch, weil er so schreit. Das kann auch sein. Das Problem ist halt, es lässt sich nicht so wirklich gut einstellen, weil der eine ist lauter, der andere leiser. Das ist ein bisschen doof. Also wenn euch Zuschauern hin und wieder die Ohren platzen, tut mir sorry. Kommt vor. Ja, man, fuck you. Genau, so ungefähr. Worte, die die Welt begeistern. Man, fuck you. Ja, es ist halt klar, ne? Aber man sieht ja, dass es ein Konvoi ist. Er wird ja angeführt. Ja, eben. Vor allem steht das auch über einigen Leuten drüber. Hilfe, was ist jetzt los? Keine Ahnung, ob er den vorbeilässt oder so? Ja, da kommen welche, die überholen wollen. Ja, okay, dann denke ich mal, lassen wir die jetzt einfach kurz vorbeifahren. Aber traut er sich nicht oder kann der das einfach nicht? What? Shut up! Ich glaube, er versteht nicht, dass ich ihm signalisiere, fahr doch vorbei. Ja. Das klang irgendwie niederländisch. Zumindest so ein bisschen. Traut er sich nicht oder ist er zu blöd dafür? Das ist jetzt die Frage. Jetzt fahr vorbei, Mann! Ja. Ja, jetzt fährt er vorbei. Er traut sich. Kommt dir dabei aber verdammt nah. Ja, ich bin auf meiner Spur. Leckt der? Ja, vor allem gibt er nicht mal vernünftig Gas. Fahr doch! Oh, Alter. Boah. Weißt du, solche Leute wieder, ne? Ist das, weil der einfach blöd ist, oder ist das, weil bei uns YouTube drüber steht? Wahrscheinlich, weil YouTube drüber steht. Ja. Den schneide ich aus dem Video raus. Der hat jetzt Pech. Ich zieh jetzt an dem vorbei. Was soll denn der Kram? Mein Gott. Weißt du, erst zieht er nicht an mir vorbei, dann wird er frech. Dann zieht er an mir vorbei und dann denke ich, okay, vielleicht will er hier raus und lass ihm Platz in der Spur hinter dir. Nichts passiert. Nein, er hält die Spur. Ja, ist doch toll. Ah, okay. V-Dog überholen lassen, damit V-Dog an seine Position kommt, betrifft uns aber nicht, Nick. Okay.
Und die größeren Lücken dann schließen. Okay, ja, betrifft uns ja nicht. Nee, hier gibt's keine große Lücke ganz vorne. Nee. Es sind die 60, 70 Meter bis zur Begleitung und dann ein paar bis zu dir nein. Das ist die einzige Lücke. Ja, ich habe ein Tempomat jetzt wieder drin. Ja, ich auch. Ach, ist das schön im Rückspiegel zu beobachten, wie man so quasi so eine Schlange hinter sich hat. Ja, das ist voll geil, ne? Das war ja auch beim Megakonvoi schon ganz cool. Mhm. So, Tempomat mit 60 konstant, das geht ganz gut eigentlich. Unfall, Unfall! Unfall, Unfall! Laut, laut! Laut, laut! Also Leute, ich entschuldige mich, wenn euch die Ohren wegfliegen. Mir auch. Lass mich raten, die Konvoi-Begleitung wird jetzt gleich in die Eisen gehen und sagen, wir warten. Alter, überholen! Oh, Leute. Das Problem ist, ich möchte jetzt nicht mal eben während der Fahrt einstellen, weil sonst bremst er auf einmal und ich sehe es nicht. Ja. Ich werde den Voice-Chat in Leash leiser machen. Ja, ich werde ihn bei der nächsten Gelegenheit leiser machen. Ja, wobei, ich konnte es kurz machen. Ein bisschen besser dürfte es sein. Ja, ja, ich mach den in Leash leise. Ist ja jetzt nicht so, dass die jetzt die ganze Zeit rumschreien werden. Nee, das stimmt. Hoffe ich zumindest. Aber weißt du, was das Coole ist? Ich kann Tempomat fahren, kann nebenbei die Beine ausruhen und kann auch mal dampfen zwischendrin. Ja, sehr angenehm tatsächlich. Ja, eben, das ist halt jetzt das Problem. Er zum Beispiel ist total leise. Ja. Also, ja. Das kann man halt nicht so wirklich richtig einstellen. Das war, aber, ja, der gehört nicht zu uns, ja. Das ist das, was Nick und ich die ganze Zeit vermutet haben. Wie kann man den Tempomaten eigentlich höher stellen? Tempomat hochschalten? Wenn du Tempomat hochschalten, genau. Da brauchst du Tasten für. Hab ich allerdings auch nicht. Das heißt, wenn ich 60 fahre und Tempomat da reinknalle, fährt er auch 60. Genau. Das Einzige, was ich drin habe, ist die Tempomat-Wiederaufnahme für den Fall, dass ich bremse, dass ich einfach die Taste drücke und dann beschleunigt er wieder auf 60 hoch. Ja, okay, das hab ich auch nicht drin. Ist aber ganz praktisch eigentlich. Ja, fahr doch vorbei, Mann! Warum bremst du denn? Jetzt bremst er und reiht sich ein. War das einer von uns? Hab ich jetzt nicht gesehen. Doch, ich glaube ja. Entschuldigung. Gib mal ein bisschen Gas hier zum Aufschließen. Und gehe dann wieder per Retarder auf 60. Könnte ja mal auf die rechte Spur wechseln. Mhm. Ja, zieht der Kerl jetzt vorbei? Ne, der ordnet sich ein. Der bleibt im Konvoi. Hinter den YouTubern. Junge, fährst du mir in die Karre, steige ich aus. Ich zieh dich aus dem LKW. Ja, lach nicht, ich meine das ernst. Ja, das kann ich mir bei dir gut vorstellen, ja. Ja, ne? Fahren wir ab? Was, wo willst du abfahren? Nee, weil er jetzt wieder links rüberzieht. Aber nee, ist okay. Ach so. Da haben wir wieder einen neben. Nee, aber wir sind gleich wieder an der Ecke, wo wir dann oberhalb von Frankfurt nach Erfurt gefahren sind. Ja. Junge, fahr doch links an mir vorbei. Dabei, also wir haben schon ein gutes Stück geschafft. Wir sind noch gar nicht so lange unterwegs. Nee. 40 Minuten ungefähr.
So. Na, das geht doch ganz gut. Es ist ein Konvoi mit wenig Problemen. Ja, das definitiv. Zumindest bis jetzt. Also wenn wir uns in Liege nachher alle einordnen, bin ich gespannt. Ich hoffe, ich muss nicht wieder aber rückwärts fahren. Ich denke mal, dass dieser Aspekt, dass sie ja zum großen Teil auch in Speditionen sind, auch dazu beiträgt, dass sie recht routiniert fahren. Ja. Nicht routiniert. Nicht chaotisch fahren, oder? Ich hab dich jetzt diszipliniert. Diszipliniert, okay. Wollte ich sagen. Oh, was haben wir denn da? Kommt es einer entgegen? Hier, wir müssen mal zu. Ich dachte, der ist gar nicht im Konvoi dabei. Der hat doch vorhin nur gestört und sich reingedrängt, der Johnny, oder? Was schreibt der denn? Ja, dass wir zur Werkstatt müssen, weil 60%. Wobei, vielleicht meint er auch wen anders. Ich störe mal kurz in eurer Folge. Ja, störe euch. Gibt es irgendwelche Probleme? Bis jetzt nicht. User left your channel. Finde ich cool, Frage. Nee, ich glaube, Johnny und Moppe haben da gerade ein paar Probleme. Ja. So, jetzt stehen wir gleich wieder. So, auf die A45 geht's jetzt, ne? Ne, auf A4 geht's jetzt gleich schon. Ich störe mal kurz in eurer Folge. Gibt's irgendwelche Probleme? Nein. Wir hätten uns gemeldet. Aber nett. Also wie wir eben schon gesagt haben, es wird halt in regelmäßigen Abständen gefragt. Ja, finde ich auch ganz gut. Ja. Es kann ja immer was sein. Man weiß ja nie. So, Retarder ist wieder drin. Tempomat meine ich doch. Warum sage ich denn Retarder? Habe ich denn blöd? Keine Antwort, Nick, bitte. Ich weiß, was du sagen willst. Ich hätte jetzt fast gefragt, willst du die ehrliche Antwort oder die Osterantwort? Wusste ich. Wusste ich. Habe ich ja genau gewusst, dass er das sagt. Tja. Also ich glaube, Abstand halten wir zwei genug voneinander, ne? Ja, das sollte, denke ich, passen. Die Begleitung hat bis jetzt auch noch nichts gesagt und wenn er mehr Abstand haben will, dann tritt er einfach kurz aufs Gas, der hat ja einen Scania. Richtig. Also wie gesagt, es kam jetzt noch nicht zu großen Problemen. Wer weiß, was noch kommt. Wir haben ja noch ein Stück. Ja, wobei, ich denke mal, zumindest mit den Leuten im Konvoi wird nicht mehr so viel passieren. Nee. Es ist halt wirklich gut organisiert. Also ich weiß, wir wiederholen uns da, aber es ist halt wirklich durchorganisiert. Oh, auch, bremsen. Die Planung Achtung. War, glaube ich, gar nicht so lang. Ich glaube, was hat er gesagt? Ungefähr 3 Wochen ist das vorab dann wirklich gründlich geplant worden. Ich meine schon. Und vor allem finden diese Konvois auch relativ häufig statt, oder? Ja, es gibt regelmäßige Konvois. Bremst du schon wieder? Ja, mir bleibt nichts anderes übrig. Okay. Ja, ich halte mal ein bisschen mehr Abstand, dann brauche ich nicht so viel einbremsen. Ich glaube, er drosselt ein bisschen den Konvoi, damit die... Ja, sieht ganz so aus. Aha, überholen ist streng verboten. Wir überholen ja nicht. Ne, wir haben ja auch niemanden, den wir überholen können. Ne. Also ihr seht... Es ist immer sehr angenehm, wenn das Ohr unterm Headset juckt. Ja, also ihr seht, es besteht auch immer Kommunikation zum
zur Konvoileitung. Wenn jemand Mist baut, weiß der gute Mann das da vorne. Genau, ist auch ganz gut so. Ja. Also auf 60 komme ich nicht mehr hier. Nee. Ich bin jetzt bei 35, 40 irgendwie. Was war das denn? Ich hab keine Ahnung. Ja, also die eine Konvoi-Begleitung oder wie auch immer ist gerade voll in die Leitplanke gerast. Ja. Das habe ich so im Augenwinkel im Rückspiegel wahrgenommen. Warum zieht er denn nicht an mir vorbei? Will der nicht? Sieht wohl ganz so aus. Oder hat er Probleme? Das könnte auch sein. Er ist gerade mit Vollgas gegen die Leitplanke gefahren. Ja, er setzt nochmal an und da ist er. Vielleicht ist der Konvoi auch einfach ein bisschen auseinandergezogen mittlerweile und wir fahren deshalb langsamer. Ja, das kann gut sein. Ist ja, ja alles möglich. Ich sehe hinter mir, die Schlange wird sichtbar. So langsam aber sicher. Ich komme denen gerade ein bisschen nahe, habe ich das Gefühl. Schleichen! Void! Ja, genau. Konvoi! Oh Gott. Hilfe. Würdest du bitte den Raum verlassen? Nein. Würde ich nicht. So, langsam wieder ein bisschen aufschließen auf Nick. Ganz geschmeidig. Ja, das ist gerade ein sehr gemütlicher Konvoi. Ja, muss ja kein rasender Konvoi sein. Rasende Konvois haben wir ja in unseren regulären ETS-Sessions. Ja, geht auch gar nicht grandios schief. Ja, mit 90 Sachen über den Kreisel und Mario fährt mit 80 in eine Kurve und liegt. Wir werden auch nicht immer übertrieben viele folgen. Nein. Weil wir übertrieben oft umkippen. Genau. Ich erinnere mich, in der ersten Session, die ich mit euch gefahren bin, habe ich ja den Fallcounter eingebaut. Da waren es 5. Oder 6. Aha. Ja, den hätten wir, glaube ich, in der letzten Session für Andi einbauen sollen. Ja. Stimmt. Der hat sich ja das ein oder andere Mal Nick hingelegt. Gibt Gas. Was ist los? Ja, die Begleitung gibt Gas. Muss ich ein bisschen runterbremsen. Wobei halt wieder diese Standard 60, ich habe jetzt auch ein bisschen mehr Abstand zu dem. Was wird geschrieben? Links abbiegen. Aha. Also quasi einfach rechts runter und unter der Brücke durch. Deswegen ist er vorgefahren, damit er sich da hinstellen kann. Ja, ja, das war klar. Wir sind schon fast in Liege, ne? Sind wir? Oder? Wie kommst du drauf? Ne, ein Stückchen haben wir schon noch. Ja? Gut. Ach ja, jetzt kommt ja noch das... Ja, okay, ja. Wir sind ja noch nicht mal in Köln vorbei. Ja, okay. Ja... Ich glaube, wir kommen in Liege an, wenn es dunkel ist. Das kann sehr gut sein. Dort wechseln wir dann ja auch die Position. Ja, da muss ich dann hinter die Begleitung. Boah, den Fuß so anzuspannen, weil du immer mit Gas und Bremse agierst. Wobei ich benutze ja beide Pedale, beide Füße. Beide Pedale, wie doof, ne? Beide Füße. Echt? Ja. Nee, ich benutze für Gas und Bremse einen Fuß. Echt? Ich nicht. Kann ich gar nicht. Okay.
Ja, machst du ja normalerweise auch so, wenn du Automatik fährst. Meine ich. Also ich habe rechten Fuß auf dem Gaspedal und mit links bremse ich. Okay. Nee, das kann ich zum Beispiel gar nicht. Für mich angenehmer, als mit den Füßen immer hin und her zu wandern. Das ist jetzt nicht so das Megaproblem. Wobei du benutzt, okay, du hast ja das G25, ne? Oder G27? G27. Ja, da hast du ja keine, da hast du ja wirklich diese Pedale wie beim Auto, ne? Diese kleinen, sag mal, Hubbel. Hier beim Driving Force GT hast du ja wirklich diese Platten, die du nach vorne runter trittst. Ja, wobei, im G27 sind die jetzt auch nicht so klein. Ja. Oh, der Nick wird schneller. Ja, die Begleitung irgendwie auch. Ich schließ mal auf da. Ich bin dabei, bin mit dabei. Eine V-Max wurde ja nicht angegeben. So lange sind wir schon, so schnell schon, oh So schnell sind Gott. wir schon lange nicht mehr gefahren. Genau, das wollte ich sagen. Tempomat drin. So, geradeaus fahren sollen wir. Macht ja auch Sinn. Hier nach Köln will ja keiner. Nee. Auch wenn es da immer 2 Grad wärmer ist als überall anders. Ja. Wohl wahr. Wohl wahr. Ja, dann sind wir aber mindestens schon mal in Köln. Ja, wir werden wieder langsamer. Ja. Wir sind wieder bei 60. Schön. Ah, hier. Hoi. Hoi. Da kann man schön gucken. Ah, wenn man da nicht so weit nach rechts fährt wie ich, dann kann man da auch schön gucken. Ich denke, wir teilen mal den Konvoi in maximal vier Folgen. Ja, müssen wir halt gucken, Ja. wie viel wir da am Ende rausbekommen. Ja, richtig. Ich denke mal, bei 2 Stunden, 2,5 dürften wir auskommen irgendwo. Ja, Je das nachdem, machen wir wie, schon. je nachdem, wie lange das danach auch noch dauert. Beziehungsweise, wann wir die Aufnahme dann beenden. Richtig. So, mal ein bisschen aufschließen auf Nick hier. Wenn ich bremst. Meine Retarder bremst. Der hält die 60 jetzt. Ja. Ja, Der es ist total Retarder hat jetzt. angenehm. Ja. Wenn ich was zum Füße hochlegen hätte, würde ich das tun. Ja, würdest du? Ja, wobei ich könnte ja theoretisch den Drucker nehmen, der unter dem Tisch steht. Oh, echt? Komm, ey. Was denn? Füße auf den Drucker Ist legen. sowieso nur so ein Ja, wer ist billig, das denn? ist sowieso nur so ein billig HP-Teil, fällt so oder Warum so, fährt denn da einer? Hä? fällt so oder so fast auseinander. Gehört er zu uns? Weiß ich nicht. Ey, glaub nicht. Naja, das glaube ich allerdings auch nicht. Sonst wird er nicht so Gas geben und vorfahren. So, und da sind wir wieder bei 40. Ja. Das Was? war's mit Füße hochlegen. Schleichen, Void. Das lässt dich auch nicht mehr los, kann das sein? Nee, nee. Mm-hmm.
Also ich glaube, das einzige Problem, was dieser Konvoi hat, ist überholen. Warum schon wieder? Ja, er hat gerade gesagt, nochmal Überholverbot. Dran denken. Ah, okay. Und der andere gute Mann hat eben gesagt, bitte aufschließen, damit wir die Lücken schließen können. Ja, ist ein bisschen schade, dass ich das hier nicht hören kann. Ja. Aber, naja, du erzählst ja so ein bisschen. Ja, natürlich. Und abgesehen davon haben wir das Problem hier vorne ja eigentlich sowieso nicht. Nee. So, jetzt steht der Typ wieder hier. Was ist denn das jetzt? Wer ist das denn? Okay. Was? Wow! Wow. Okay. Läuft. Ich dachte jetzt gerade, der kommt auf unserer Spur Vollgas angeheizt. Dachte ich anfangs auch, ja. Das wäre nämlich knapp geworden. Ich war nämlich nicht komplett drüben. Ich hätte nicht gelacht. Natürlich nicht. Nein. Ach, wir sind gleich in Liege. Ach, sind wir? Ja, wir fahren da vorne jetzt auch schon über die Grenze. Schön. Ui! Da fährt er wieder vor, um abzusperren. Ja. Den haben wir heute schon öfter gesehen. Oh ja, Grenze! Mal gucken, wo wir durch... Ach, hier ist keine Mautstelle. Nee. Nee. Luxemburg. So, ach nee, wir müssen noch eine Ausfahrt weiter. Mhm. Und dann muss ich nochmal mein Navi anders einstellen, weil das hat das irgendwie nicht so ganz gecheckt mit der Route. Ich bedanke mich immer wieder bei ihm, obwohl er ist immer derselbe ist, ne? Was schreiben die? Bitte geradeaus weiterfahren, danke und Achtung Konvoi. Ah. Top, top. Ach, herrlich. Ich weiß gar nicht, vielleicht lege ich ein bisschen Trucker-Mucke runter. Muss ich mal gucken. Ja, muss ich auch mal gucken. Ob ich das überhaupt zeitlich neu bekomme. Ich meine, ich habe ja jetzt, noch einiges rote zu ändern. Ampeln, bitte weiterfahren. Stadt, Land, Fluss, Minecraft, Rocket League. Das ist noch so ja, viel. Stimmt. Ja, Nick, rote Ampeln, überfahren. Ja, haben wir ja vorhin schon gemacht in Erfurt. Aber wenn ich über die roten Ampeln drüber fahre, ne, gibt das nicht ein bisschen Schaden? Ja. Nee, aber Ja, da kam gerade die Meldung hinterher. Für alle, die einen Schaden haben. Zitat, für alle, die einen Schaden haben, Zitat Ende, zur Werkstatt porten und in Liege dann zum ITCC kommen. Aha. Okay. Ja gut, hier ist er jetzt sowieso ein bisschen Päuschen. Ja. Gucken wir mal, ob wir das vielleicht sogar rauscutten. Ja, die Pause können wir rauscutten, wenn nichts Wichtiges kommt. Er kommt also, drauf an, wie lang die ist und 15 Minuten. Was passiert. Ach so, okay. Ja, also wenn was wichtig, wir lassen die Aufnahmen weiterlaufen und gucken uns dann die Pause später an. Wenn was Wichtiges ist, das schneiden wir euch rein, aber die Standzeit an sich schneiden wir raus. So, jetzt ist die Frage, warum... Gut, fahren wir halt da vorne links und dann die andere Einfahrt rein. Ja.
Wer braucht schon Navi? Wir haben heute kannst du dir das echt sparen eigentlich. Ja, wir haben ja einen, der vorfährt, ne? Von daher... Wenn der Volvo keins eingebaut hätte, scheiß drauf. Alle bitte links, rechts einbiegen, bitte. So, was jetzt? So. Soll, denke ich, aufs Gelände fahren, ne? Mhm. So, jetzt ist natürlich die Frage, wo stellt man sich hin, dass man nicht stört? Ja, wir fahren durch. Ja, wohin durch? Bis zum Ende irgendwie. Okay, also hier wartet noch einer. Das Ding ist, wir wollen ja auch Positionen tauschen, das heißt, du müsstest, wenn dann, vorfahren. Ja, ja, ich... Guck jetzt mal. Warte mal. Versuchen wir jetzt mal irgendwie ein bisschen weiter an den Rand zu stellen. Ja. Damit es hier noch ein bisschen Platz gibt. So, ja, der Hof ist aber eigentlich groß genug. Ja, denke ich auch. Jetzt habe ich versehentlich schnell speichern gedrückt. Das war nicht so toll. Oh, Hilfe. Ich gehe mal ins Menü, da ist das nicht so laut. Parken hier gefühlt 5 Leute auf einmal ein. Ich glaube, wir zwei bleiben einfach hier stehen. Das denke ich wohl auch. Ich würde draußen gucken, aber das Rückwärtspiepen ist echt laut. Ja. Kannst du noch irgendwie vorfahren ein Stück? Ich kann nur ein Stück vorfahren, warum? Ja. Dass wir uns da vorne ein bisschen weiter stellen, so dass du später noch rauskommst, aber dass ich hier hinten noch ein bisschen Platz für den Rest habe, bis da rein wollen. Ja, reicht das so? Ja, das reicht. Okay, weil sonst komme ich hier vorne links nicht mehr rum. Hier ist ja eh nur Collision Zone, ne? Ja, das stimmt. Ups, nee, nicht Radio. Alter! Ja, hier ist ein bisschen was los. Ja. Wir können uns das ja gerade mal im Fotomodus angucken. Dann ist es ganz ruhig und man sieht viel mehr. Hammergeil! Ja, definitiv. Da sind wir. Weiter hoch geht leider nicht, weil der Fotomodus irgendwie nicht sehr viel Weichreite... Kannst du da hinten noch in die Ecke reinfahren? Kannst du in die Ecke reinfahren? Ich könnte in die Ecke reinfahren, dann ja. Fahr mal in die Ecke rein, dann haben die hier noch Platz, dass sie sich querstellen können. Oh. Performance, also wenn ich nach links gucke, ist die Performance ganz miserabel. Mhm. Ja, habe ich jetzt gerade auch. So, von mir aus können wir so stehen bleiben. Warte mal, ich fahre jetzt mal neben den hier. Und bleib mir im Auflieger hängen. Ja, bleibst du. Ja, ist egal, das passt. Dann stelle ich mich mal noch halbwegs vernünftig hier hin und dann passt das. So ist doch, denke ich, in Ordnung. Hilfe, laut. So. Ah, ist auf jeden Fall gut was los hier. Ja. Oh, wie viele werden das denn noch? Waren da so viele? Hilfe, warum habe ich denn am Anfang nur 25 gesehen? Ich bleib dann mal so stehen.
Wie, ach so stehst du jetzt. Ja, hier ist No Collision Zone, ne? Mikro, ja. Komm. Was war das jetzt gerade? Mikro, komm. Ach so. Wo, was steht da unten im Chat? Moment, da muss ich erstmal hier raus. Nichts für uns Relevantes, so wie es aussieht. Ja, Finn, stell dich mal ordentlich hin.